Enthüllungsbericht, der Fall von Professor Dr. Engin, eine unrechtmäßige Entlassung, die fristlose Kündigung von Professor Dr. Engin, einer angesehenen Hochschullehrerin einer pädagogischen Hochschule in Heidelberg, hat im Bildungssektor und in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt. Professor Dr. Engin, die sich für den Schutz von Studierenden und gegen Diskriminierung einsetzte, steht nun im Zentrum einer Auseinandersetzung um Gerechtigkeit und die Frage, ob ihre Entlassung tatsächlich rechtmäßig war oder ob andere problematische Motive im Hintergrund stehen könnten. Hintergrund und Engagement von Professor Dr. Engin. Professor Dr. Engin ist bekannt für ihre unermüdliche Arbeit im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. Besonders betonte sie die Notwendigkeit, Diskriminierung in Bildungseinrichtungen aktiv zu bekämpfen. Ihr Engagement richtete sich unter anderem gegen strukturelle Ungleichheiten und für den Schutz von Studierenden, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder anderer Merkmale diskriminiert wurden. Ihr Eintreten für diese Werte ist ein zentraler Bestandteil ihres Lehransatzes und steht im Einklang mit den biblischen Prinzipien, die zur Fürsorge für die Schwachen und Benachteiligten aufrufen. In Jesaja 1, Vers 17 heißt es, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit der Witwe. Diese Passage beschreibt treffend die Haltung, die Professor Dr. Engin in ihrer akademischen Arbeit verkörperte. Die rechtliche Dimension der fristlosen Kündigung. Die fristlose Kündigung einer Lehrkraft im öffentlichen Dienst ist eine drastische Maßnahme und bedarf gemäß § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Klammern BGB eines wichtigen Grundes, der eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar macht. Solche Gründe können schwere Pflichtverletzungen wie Straftaten gegen den Arbeitgeber oder wiederholte Verletzungen der Dienstpflicht sein. Doch im Fall von Professor Dr. Engin ist unklar, ob ein solcher Grund vorliegt. Die Hochschule hat bislang keine detaillierte Begründung für die Entlassung vorgelegt, was die Frage aufwirft, ob möglicherweise ihr Engagement gegen Diskriminierung der wahre Grund sein könnte. Biblische Perspektive. In Sprüche 31, Vers 8 bis 9 steht, öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht, dem Elenden und den Armen. Professor Dr. Engin hat genau dies getan. Sie hat ihre Stimme erhoben, um Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Wenn ihre Entlassung in direktem Zusammenhang mit diesen Engagements steht, könnte dies nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch als unrechtmäßig betrachtet werden. Systemische Probleme und mögliche Motive. Die Kündigung von Professor Dr. Engin könnte auf systemische Probleme im Hochschulbereich hinweisen. Wenn Lehrkräfte, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, bestraft werden, stellt sich die Frage, inwiefern solche Maßnahmen tatsächlich gerechtfertigt sind. Es könnte sein, dass die Hochschule Schwierigkeiten hat, mit progressivem Engagement umzugehen oder dass intentionelle Widerstände gegenüber Veränderungen bestehen, die durch Professoren wie Dr. Engin gefordert werden. Hier nun die biblische Perspektive dazu. Sprüche 29, Vers 27 sagt, ein ungerechter Mann ist den Gerechten ein Groll, und wer recht wandelt, ist den Gottlosen ein Groll. Diese Weisheit beschreibt treffend die Realität, dass jene, die für Gerechtigkeit einstehen, oft auf Widerstand stoßen, insbesondere wenn sie tief verwurzelte Machtstrukturen in Frage stellen. Der Weg zur Gerechtigkeit. Rechtliche Möglichkeiten. Professor Dr. Engin hat die Möglichkeit, gegen die Kündigung vor dem Arbeitsgericht zu klagen. Sollte die Kündigung als ungerechtfertigt erkannt werden, stehen ihr nicht nur Gehaltsnachzahlungen zu, sondern es könnte auch eine Rehabilitierung ihrer akademischen Position folgen. In Fällen, in denen keine
gravierenden Pflichtverletzungen nachgewiesen werden können, haben fristlose Kündigungen oft keinen Bestand vor Gericht. Das Fazit dazu: Ein Fall von Ungerechtigkeit. Der Fall Professor Dr. Jean steht im sinnbildlich für die Herausforderungen, denen sich Lehrkräfte und Aktivisten gegenüberstehen, die sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzen. Die Bibel fordert uns auf, für die Schwachen und Unterdrückten einzustehen und gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Es bleibt zu hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass Professor Dr. Jean Gerechtigkeit widerfährt, sei es durch das Arbeitsrecht oder durch eine Veränderung der institutionellen Strukturen. Alle Quellen werde ich unter der Videobeschreibung verlinken. Alles Liebe und über ein Abo würde ich mich freuen, damit ihr über kein Video mehr informiert und informiert bleibt. Alles Liebe, euer Julian von Kanal Alltag als Christ.